Richtiges Bremsen. Beim Bremsen müssen wir drei Punkte berücksichtigen, um optimal im Gelände unterwegs zu sein. Erstens Bremsfinger. Zweitens Bremskraftverteilung. Und drittens die Anpassung der Grundposition ans Bremsen. Bremsfinger. Als Bremsfinger sollte man eigentlich nur einen Finger verwenden. Anfänger und Einsteiger können ausnahmsweise auch mit zwei Fingern bremsen. Bei einer guten Cockpit-Einstellung ist es kein Problem, mit einem Finger die volle Bremspower herzubringen. Ein großer Vorteil des Einfingerbremsens ist, dass ich meine anderen vier Finger am Griff habe und so den Griff voll unter Kontrolle habe. Das heißt, ich kann auch bei schwierigen Manövern den Finger immer auf der Bremse lassen. Zweitens, Bremskraftverteilung. Bei der Bremskraftverteilung schaut es so aus, dass die wichtigste Bremse die Vorderbremse ist. Denn durch das Bremsen wird das Gewicht nach vorgedrückt und das Hinterrad entlastet. Somit haben wir ganz schlechte Traktion am Hinterrad. Im ganz steilen kommt es vor, dass wir 90% der Bremskraft auf dem Vorderrad haben und nur mehr 10% hinten. Im durchschnittlichen Gefälle ist es meistens so, dass 70% der Bremskraft vorne liegen und 30% am Hinterrad. Ausnahmen sind zum Beispiel tiefer Schotter oder nasse Wurzeln. Da lasse ich natürlich die Finger weg von der Vorderradbremse. Drittens, Anpassung der Grundposition. Je stärker ich bremse, desto weiter gehe ich mit meinem Körperschwerpunkt nach hinten, indem ich den Lenker nach vorne schiebe. Ein ganz wichtiges Detail beim Bremsen ist, dass die Beine relativ gestreckt bleiben, sprich unser Körperschwerpunkt sehr hoch gelagert wird, denn dadurch ist der Winkel, wie unser Körpergewicht aufs Vorderrad wirkt, optimaler.